Die Zeit nach den Hunnen ist in Ostrom geprägt von einem Machtverlust des Kaisers. Die Räte nehmen die führende Stellung ein. Das Auftauchen der Germanen in Ostrom führte zu einem Erstarken der nationalen Partei, die auf den Hellenismus setzte. Hauptziel der Innenpolitik war der antigermanische Kampf. Die Germanen sollten aus dem Heer entfernt werden. Deshalb schien eine Wiederherstellung des alten Staatswesens vordringlich. Dieser neue Hellenismus wirkte gegen die römische Universalität. An der Spitze des Reiches wurde nun ein Kaiser gewünscht, der Gott achtet, sich aber durch Philosophie und Besonnenheit auszeichnet. Zugleich wurde der Verfall der Gesellschaft kritisiert. Das eigentliche byzantinische Reich beginnt mit der Dynastie Justinians. Begründer war Justin I. Er wurde um 450 geboren und stammt aus bäuerlichen Verhältnissen. Um 470 kam er nach Konstantinopel und trat in den Militärdienst ein. 518 wird er zum Kaiser ausgerufen und starb 527. Auf ihn folgt sein Sohn Justinian I., der als letzter die alte römische Kaisertradition wiederbelebte. Vor allem betrieb er wieder eine Weltherrschaftspolitik. Zwar stand er innenpolitischen Schwierigkeiten gegenüber, konnte aber das Staatswesen und seine Institutionen reformieren. Er förderte die Orthodoxie und begann mit der Einführung der griechischen Sprache als Staatssprache. Trotzdem betrachtete sich Justinian als Erbe Roms. Dementsprechend soll auch der Machtbereich wiederhergestellt werden. So richtete sich seine Aufmerksamkeit auf die verlorenen Westprovinzen, die von Barbaren okkupiert waren. Vordringlich war für ihn daher der Vandalenkrieg. Innere Streitigkeiten in ihrem Gebiet nahm er zum Anlass für eine Intervention. 533 marschierte Feldherr Belisar in Karthago ein. 534 ergab sich der Vandalenkönig und wurde als Gefangener nach Konstantinopel gebracht. Das vandalische Reich wurde oströmisch. In Italien war Ostrom nicht auf Anhieb erfolgreich. Anlass der Intervention war der Tod Theodorichs 526. Circa 20 Jahre dauerten die Kämpfe. Auch hier war Belisar Feldherr. Er konnte Rom erobern, das aber immer wieder von den Ostgoten zurückerobert werden konnte. Ein ewiges Hin und Her. Erst 554 war der Kampf um Italien beendet. Das Land war allerdings verwüstet, die Städte zerstört. Justinian musste also mit dem Wiederaufbau beginnen. Auf der iberischen Halbinsel nutzte Justinian den Streit unter den Westgoten aus. So konnte der südliche Teil Spaniens mit der Kontrolle über die Meerenge von Gibraltar wieder oströmisch werden. Erst 624 endet die byzantinische Herrschaft dort. Im Osten führte Justinian Verteidigungskriege gegen die Perser. Im Krieg in Mesopotamien war ebenfalls Belisar aktiv. Insgesamt 3 Perserkriege gab es in dieser Zeit. Auch hier gab es Zerstörungen und Plünderungen wie jene von Aleppo. Schließlich dehnten sich diese Kriege auch gegen den Kaukasus aus, denn die Region war für Byzanz und Persien von besonderer Bedeutung.